Ja, hallo, da bin ich mal wieder, euer Werner mit Werners TT-Bahn und einer weiteren fröhlichen Bastelstunde in der Spur TT. Nun, was wollte ich sagen? Ach so, ja, genau. Ich war ja beim letzten Video ziemlich sprachlos. Das sollte jetzt mal einfach nur ein reines Fahrvideo werden. Das nächste Video wird wohl auch wieder ein reines Fahrvideo. Dann nach diesem hier natürlich, weil. Ihr seht, tue ich ja jetzt schwatzen, das will ich dann in dem Fahrvideo nicht. Ja, das war jetzt eigentlich mal ein, ich würde mal sagen, ein Feldversuch. Ein kleiner Stresstest. Ich bin jetzt gerade dabei, die Zugfahrten zu verfeinern. Auch mit den Halt, mit den Folge, dass nicht so viele Züge im Paradegleis 1 auflaufen, also dass da nicht so viel Stillstand drin ist. Ja. Den halt die Haltepunkte noch fixieren für gewisse Züge. Also ich tue da jetzt Haltemarker und Bremsmarkierung und sowas alles neu setzen für speziell für einzelne Züge. Also so dass jeder Zug so seinen Punkt hat, wo er zu halten hat und zu stehen hat und zu machen hat. Dann bin ich gerade dabei, die Funktions Marken da im Train Controller zu erforschen, Anführungsstrichen. Und ja, da gibt es jetzt halt einiges, was ich machen will. Ich will jetzt halt zum Beispiel, dass wenn ich habe jetzt zwei Loks, die eine Ansage machen, Bahnsteigansage, dann habe ich welche, die halt Trillerpfeife und Hub und bla und Puh. Das will ich jetzt halt alles irgendwie einbringen, weil das ja immer Folgefahrten sind, wenn, bevor jetzt zum Beispiel der eine Zug den anderen auslöst, der jetzt am Bahnsteig nicht im Speicher, sondern am Bahnsteig steht, dass da jetzt die Trillerpfeife losgeht und die Hupe losgeht und sowas. Das will ich jetzt halt alles mal. Also da bin ich jetzt am Forschen und am Machen. Ja, das ist ein recht weites Feld. Ich habe jetzt angefangen, die Zugfahrten, die ich gemacht habe, zu beobachten, zu gucken, wo was anders werden sollte oder anders werden muss oder ich es anders haben möchte. Habe mir einen Zettel hingelegt und schreibe mir die Punkte auf und welche Zugfahrt wo mich stört, also wo was in welcher Zugfahrt mich stört. Schreibe mir das auf ein Blatt Papier und arbeite die Punkte jetzt nach und nach ab und hake das dann ab. Und wenn ich dann, was weiß ich, 10 Punkte bearbeitet habe, dann lasse ich die wieder fahren und gucke, wo wieder was hängt oder nicht hängt. Und es dauert halt. Das ist halt wirklich eine sehr zeitaufwendige Sache, weil man hat ja dann erstmal von Haus aus schon halt oder was heißt Haltepunkte, an den Haltepunkten oder Bahnhöfen Aufenthaltszeiten, genau, das ist es. Aufenthaltszeiten gesetzt. Die müssen ja ablaufen, dann muss die Folgefahrt ablaufen, die Fahrten müssen ablaufen von bis. Gucken, ob das da an der Markierung wirklich funktioniert und ob sie machen, was sie sollen und nicht, was sie wollen. Und ja, das ist halt eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit. Das weiß, glaube ich, jeder, der das egal. Ich glaube, das ist egal, welches Programm man hat. Das ist wohl in jedem Programm eine gewisse Fleiß- und Zeitarbeit. Das ist halt einfach so. Programmiert sich nun mal nicht von selber und die Züge machen im Endeffekt nur das, was man selber möchte. Es sei denn, man tut irgendwas falsch machen. Dann machen sie nicht, was man möchte, aber sie tun das, was man ihnen gesagt hat. Also, wie gesagt, das Programm ist so schlau wie derjenige, der davor sitzt. Musste ich auch schon so feststellen, also ich habe da auch schon herbe Rückschläge erlebt, wie jeder wohl, glaube ich. Aber jetzt bin ich so auf der Spur, wo es langsam vorwärts geht. Ich befasse mich jetzt wirklich mit jedem Punkt, mit jedem Marker. Da hat mir da Wolfgang Rademacher wirklich sehr weitergeholfen. Er hat ja gewisse Themen angesprochen und erklärt. Und auch wenn es nicht immer Punkt auf Punkt passt, bei mir zum Beispiel, weil ich jetzt halt zwar den Marker brauche, aber irgendwas anderes machen will, aber die Richtung stimmt und man weiß, in welche Richtung man gehen muss. Und gewisse Sachen muss man halt dann auch schon selber ausprobieren. Also es gibt jetzt nicht in YouTube für jedes Ding
was man machen will, ein passendes Video oder ein passendes Tutorial. Das zu glauben, ist dann, glaube ich, schon sehr optimistisch. Ja, es ist halt so, es läuft halt einfach darauf hinaus, dass es eine ziemliche Fleißarbeit ist und das stört mich aber nicht weiter. Also ich setze mich frühest mal eine halbe Stunde hierher oder so, oder mal eine Stunde oder mal zwei, oder gestern habe ich die Zugfahrten auf der Nebenbahn nochmal genau programmiert und gemacht und ja, also er ist beim Test immer irgendwie, weil das sind halt viele Züge, viele Zugfahrten, viele Nachfolgefahrten, und wenn man da irgendwo was versiebt, dann bleibt halt irgendwann irgendwo ein Zug stehen und die ganze Runde ist halt keine Runde, sie ist halt einfach zu Ende. Obwohl sie das nicht soll, aber das Problem hatte ich halt gestern und das hat mich echt 3 Stunden gekostet, bis ich das wirklich alles, die Zugfolgefahrten, alles so programmiert habe, wie ich das möchte, ohne dass die sich gegenseitig in die Quere kommen, sich irgendwo gegenüber im Block stehen oder sonst irgendwas. Also es hat gedauert, aber es funktioniert jetzt tadellos. Jetzt tue ich das Paradegleis nochmal neu programmieren. Was heißt neu programmieren? Die Folgefahrten anders setzen, dass ich nicht so viel Stau im Hauptgleis habe. Stau im Speicher ist mir Wurst, dafür ist der da. Aber auf dem Paradegleis sollten sie so halbwegs rollen. Es kann klar mal sein, dass er mal vor dem Einfahrtsignal stehen bleibt. Logisch, ist im warmen Leben auch so. Aber es soll halt nicht ständig sein. Und so wie ich jetzt die Nachfolgefahrten gesetzt hatte, wie ich es zuerst hatte, hat es funktioniert. Da waren mir auch die Abstände zu lang. Ja, das muss ich jetzt irgendwie sehen, wie ich das hinkriege, dass die Abstände kürzer werden. Aber es trotzdem so programmiert wird wie bei der ersten Zugfahrt, also bei den ersten Paradegleis-Programmierung, da hat es echt gut funktioniert. Da sind die Züge durchgefahren und ja, also da, wo sie halt einen Halt hatten. Und wenn im Endeffekt dann der Innenkreis noch läuft, also den habe ich jetzt noch gar nicht, das Paradegleis 2 habe ich jetzt noch gar nicht programmiert, also noch gar keine Zugfahrt gemacht. Die kommt ja auch noch dazu. Dann die Nebenstrecke, dann die Dampfstrecke, also hoch zum Bergsee, wo eigentlich zu 99% nur Dampfloks fahren und so weiter und so fort, also meine Traditionsstrecke sozusagen und so weiter und so fort. Dann ist ja immer Bewegung auf der Strecke. Und dann ist das auch nicht schlimm, wenn im Paradegleis mal eine Minute eine Pause ist, bevor der nächste erscheint, weil dann fährt im Paradegleis 2 halt einer oder dort 2 und also es ist dann immer was los. Und so sollte es dann eigentlich auch sein. Also es muss jetzt nicht sein, dass hier ein Zug nach dem anderen durchdonnert. Aber es soll halt immer irgendwo auf der gesamten Anlage, irgendwo soll immer irgendwas kurbeln und kreiseln und machen. Es muss nicht alles mit einmal sein, halt wirklich abwechselnd, aber so, dass halt immer irgendwo was sich bewegt. Und da dem Ziel komme ich langsam näher. Und ja, wie gesagt, die Aktionsmarker und die Haltemarker und sowas, das mache ich jetzt alles Stück für Stück. Jetzt mache ich das Nebengleis soweit fertig, wie ich mir das vorstelle. Wenn das fertig ist, mache ich das Paradegleis, gucke ich mir das genau an, wo da was hakt. Dann wird das nochmal gemacht, auch mit Aktionsmarker und. Also, da steht noch einiges bevor. Ich denke mal, da ging es gut und gern bis zum nächsten Fahrvideo, bis ich glaube, dass ich wirklich so weit bin, noch mal 2 Wochen hin. Also jetzt ist dann erstmal eine Weile Ruhe mit mir. Das ist jetzt nur mal so ein Zwischenergebnis, Zwischenansage. Und das nächste Video drehe ich dann ausschließlich mit einer Kamera. Es wird dann ja eh im Endeffekt geschnitten. Das mache ich dann alles hier mit meinem Handy. Ich habe das letzte Mal meine Samsung-Kamera genommen. Mal sehen, ob ich sie jetzt gerade im Stegreif finde, wo ich sie hingetan habe. Nee, finde ich jetzt nicht. Die habe ich, glaube ich, noch unten. Ist auch egal. Ja, ist halt eigentlich ein Fotoapparat mit Funktionen der Videokamera. Aber ihr habt es gesehen, also die Qualität ist, sie braucht zu lange zum Fokussieren, wenn bewegte Bilder sind. Mit den Loks und. Also das hat,
hat mir echt dann im Endeffekt wirklich, oder wenn ich mir das Video jetzt angucke, bin ich da schon ein ganz klein wenig enttäuscht. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Das war jetzt wirklich ein bisschen eine schlechte Aufnahme. Teilweise habe ich mit dem Handy gemacht. Die Strecke da hinten, die Abfahrt sozusagen zum Speicher und so, das ist mit dem Handy gedreht. Aber die Hauptsache habe ich mit dem Fotoapparat, mit der Kamera da gemacht. Und ja, sie hat eben auch schon, muss ich ganz ehrlich sagen, sie war damals relativ preiswert. Und sie hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Also die ist jetzt gut und gerne 8 Jahre. Und 8 Jahre ist in der heutigen digitalen Zeit einfach ein Quantensprung, muss man einfach so sagen. Also für sowas ist sie einfach nicht mehr geeignet. So normale Fotos macht sie recht gute, aber als Videokamera ist sie völlig untauglich, muss ich feststellen. Was heißt völlig untauglich, ist übertrieben, aber ich würde sagen, den heutigen Ansprüchen nicht mehr ganz entsprechend oder meinen heutigen Ansprüchen nicht mehr ganz entsprechend. Womit ich wirklich persönlich sehr zufrieden bin, ist die Handykamera. Ja, da bin ich wieder. Die Fortführung vom Video. Wie ihr seht, wieder mal in der Küche. Ich habe, glaube ich, gerade die senile Bettflucht. Es ist jetzt nachts um 23:45 Uhr. Irgendwie kann ich gerade nicht schlafen. Naja, egal, nicht so schlimm. Dann machen wir halt das Video fertig. So, und zwar geht es mal wieder darum, wie gesagt, mit der Handykamera bin ich wirklich zufrieden. Damit werde ich auch meine weiteren Videos drehen. Und ja, also das so viel zu diesem Thema. Ich wollte ja immer ein Tutorial machen mit dem Train Controller, euch zeigen, wie ich das mache, also wie ich meine Herangehensweise an die Programmierung der Zugfahrten und der Folgefahrten und wenn man mehrere Folgefahrten hat, was man da ankreuzt und hakt und macht und tut. So, nun, ich habe im Hinterkopf immer gehabt, dass man, wenn man zum Beispiel die eine Taste auf der Tastatur drückt, da oben in den F-Tasten, dass man vom Prinzip her einen Ausdruck von der Momentaufnahme seines Monitors bekommt. Gibt's, gab's, weiß ich nicht, muss da jetzt. Habe ich hier jetzt ganz ehrlich noch nicht probiert bei dem Laptop hier, aber ich kenne das halt von früher. Da ging das, ich glaube, auch, da musste man auch noch ein extra Programm dafür runterladen. Aber es ist auch egal. Auf jeden Fall irgendwie sowas hatte ich im Hinterkopf. Weil die Filmerei von dem Monitor, das hat immer nicht funktioniert. Und wenn ich mir da die Tutorials vom Radi anschaue und so und das gestochen scharfe Bild sehe und vor allen Dingen immer schön gerade und es wackelt nichts und immer tippitoppi vom Monitor, die Aufnahmen von dem Monitor, die er da bringt. Ich habe gedacht, entweder brauchst du da eine teure Kamera, wo ich eigentlich nicht gewillt bin, dieses Geld auszugeben, das stecke ich dann doch lieber in meine Modellbahn. Habe mich dann mal umgeguckt, wenn man da wirklich was richtig Vernünftiges haben will, geht es ja richtig ans Geld. Ja, und da habe ich mir gedacht, nee, also da muss es irgendeine andere Lösung geben. Und bin aber nicht weiter drauf gekommen oder habe ich jetzt eigentlich durch Zufall. Ich hatte eigentlich das Thema schon für mich abgehakt mit den Tutorials am Monitor. Habe mir gedacht, naja, gut, was nicht geht, geht nicht. Jetzt hier irgendwie was mit der Kamera abfilmen, was nicht richtig ist, irgendwas hinpfuschen, nur dass man mal irgendwas gezeigt hat, bringt es dann im Endeffekt auch nicht. Hatte schon mal so ein Stückchen gezeigt am Monitor und da habe ich es halt mit der Kamera abgefilmt und das war eigentlich nicht so das, aber es war halt nur ein kurzes Stück, keine 10 Minuten oder so, das war halt eine Minute oder zwei oder so und da geht das schon einmal, aber wenn man da jetzt richtig was zeigen will, geht das einfach nicht. Das kann man nicht bringen. Ja, also das mag ich nicht, das will ich nicht.
Es kann sein, dass ich dann doch irgendwie, keine Ahnung. Also in der Beziehung wäre es Perfektionist, wenn ich das wäre, hätte ich schon eine ordentliche Kamera, schon immer und alles drum und dran. Dann jedenfalls, es ist halt jetzt so, wie es ist. Und habe das eigentlich abgehakt, habe gedacht, naja gut, da kannst du das halt nicht machen. Erläuterst das mal irgendwann im Video. Und die Tutorial-Videos in Terrain-Controller von dir jetzt nicht kommen, obwohl du es angekündigt hast und das wird dann schon jeder verstehen. Und dann war ich ja mein Videobearbeitungsprogramm. Und warum in die Ferne schweifen? Denn das Einfache liegt ja doch so nah. Und da habe ich doch hier in meinem Schnittprogramm ein Screencast-Aufnahmefenster. Ja. Ich kann ehrlich gesagt keine großartigen Fremdsprachen und Englisch gehört dazu, zu der Sprache, wo ich eigentlich fast gar nichts kann. Also das, was man halt so normal kann. Also ein bisschen was versteht man ja schon, aber das Screencast wusste ich jetzt nicht so genau, was das sein soll. Hab mir das mal näher angeguckt, weil der Button war halt da, bin da mal mit der Maus drauf. Und dann steht da, zeichnen Sie Videos vom Bildschirm auf. Und da leuchtete eine kleine Lampe auf dem Kopf, so wie im Zeichentrickfilm. Und ich dachte, ach, na, guck doch einer, schau. Hab das mal angemacht. Natürlich. Ja, das Programm, was ich hier habe zum Schneiden meiner Videos, hat ja damals auch. War ja auch nicht ganz kostenlos, aber das habe ich runtergeladen, habe damals. Ich schlag mich tot. Ich weiß es wirklich nicht mehr. So um die 50 Euro hat es gekostet. Das fand ich in Ordnung, weil das ist, also ich komme jetzt inzwischen recht gut mit diesem Schnittprogramm zusammen. Ich finde das wirklich gut, was ich da habe. Und habe mir gedacht, naja, gut, das Geld gibt es jetzt aus. Wenn du Videos drehen willst, ein bisschen was muss man schon investieren. Ganz ohne geht es halt nicht. So. Habe ich das gemacht. Jetzt bin ich hier bei einem Screencast draufgegangen, wollte da meinen Monitor filmen oder meinen Bildschirm. Ja, was soll man sagen? Ja, nächste Software runtergeladen. Das hat jetzt 35 Euro gekostet. Das ist vollkommen okay. Also da will ich jetzt überhaupt nicht jammern. Ich finde das wirklich in Ordnung, weil die Leute, die die Programme schreiben, wollen ja auch leben. Und da gibt es ja auch Updates dazu und sowas. Also es muss ja alles irgendwo bezahlt sein. Und das ist auch alles absolut in Ordnung. Also solange wie ich hier nicht 3000 Euro bezahlen muss für ein Schnittprogramm, was ich zweimal im Monat nutze oder so. Also nicht professionell, sondern Amateurliga-mäßig. Obwohl dieses Programm hier, glaube ich, auch schon für... Naja gut, ich weiß es nicht. Also dazu stecke ich zu wenig drin in der Materie. Aber ich würde sagen, damit kann Profi auch schon relativ viel machen, weil man kann, es würde dann alles nochmal zusätzlich kosten, aber es hält sich auch noch in Grenzen. Also man kann da halt noch Zusatzsachen runterladen und ja, also einiges, was noch zusätzlich ist und machen kann und ja. Also, auf jeden Fall habe ich das jetzt runtergeladen. Das habe ich jetzt allerdings oben am PC, weil ich das ja oben am PC auch den Train-Controller drauf habe. Also, und ja, habe das mal ausprobiert. Funktioniert natürlich wunderbar, aber oben habe ich einen richtigen PC. Und da ist auch kein Mikrofon dran. So, da kommt natürlich das nächste Problem um die Ecke. Ja, jetzt habe ich mir halt ein Mikrofon bestellt. Ich hoffe, es ist ein gutes. Also auch in der unteren Preisklasse würde ich sagen. Aber ich denke, das bringt das. Ja, werden wir sehen, was die Qualität dazu sagt. Ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Kann man auch am Handy anschließen dann. Ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Kriegt man vielleicht
jetzt zum Beispiel die Ansprache besser hin vom Ton her, obwohl ich eigentlich finde, der Ton hier ist eigentlich auch relativ gut. Und von der Eisenbahnplatte, dann oben von der Anlage, wenn man da Aufnahmen macht, dass man die vielleicht tontechnisch besser mit drauf kriegt, als wie mit dem kleinen Mikrofon, was hier dran ist. Und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Also ja, so, jetzt hoffe ich, ich habe euch jetzt nicht zu lange gelangweilt. Also schlussendlich wird es jetzt doch ein Tutorial geben. Ich weiß jetzt nicht, wann das Mikrofon kommt. Angeblich habe ich habe jetzt eine Nachricht gekriegt, das habe ich heute überlegt, so 16 Uhr rum bestellt, dass es morgen da wäre. Soll mir recht sein. Ja, aber das Tutorial mache ich dann natürlich erst am Wochenende. Ich probiere das, wenn es morgen da ist, logischerweise aus, ob es funktioniert oder ob ich es gleich wieder zurückschicken kann. Aber ja, das Tutorial mache ich dann das Wochenende, entweder Samstag oder Sonntag früh. Da zeige ich euch mal, wie ich da an die ganze Sache rangehe, an den Drehcontroller und an den an die Zugfahrten und Nachfolgefahrten und vielleicht auch mit den Aktions- und Haltemarkern und sowas. Ja, ansonsten, ich glaube, so viel wie ich immer quatsche, wäre das dann zu lang. Also ich denke mal, das sind wir erstmal bei einer Zugfahrt und bei einer Folgefahrt, die wir dann da eingeben und dass ihr mal seht, wie ich das mache oder wie ich da rangehe. Also man wird es sehen. So, jetzt danke ich euch für eure Geduld. Jetzt habe ich hier 11 Minuten gequatscht. Das erste Video geht 11 Minuten. Da sind wir jetzt schon mal bei 22. Ich blubber jetzt hier noch ein bisschen rum. Das andere ist 11:35. Also sind wir hier bei 23 Minuten. Aber ihr sollt ja irgendwie die Zeit rumkriegen am Tag, ne? Also, so. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Geduld. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ist gut gesagt. Ist ja schon fast guten Morgen. Ja. Schlaft gewohl, man sieht sich und vielen Dank, dass ihr mir so treu seid. Bis dann. Tschüss.